wenn jemand sich wohlfühlt, dann zeigt sich erst der Charakter und die Persönlichkeit so richtig. Da muss was passieren, wir haben nur ein Leben und da sollte man natürlich auch sich wohlfühlen in seinem Körper. Als ob man keine Motivation braucht und keine Disziplin, man tut es dann einfach. Ich schiebe unsere Teilnehmerin so ganz klammheimlich in diese Richtung und dann merken sie auf einmal, da wo ihr Fokus hingeht, da geht auch ihre Energie hin. Dass sie auf einmal merken, oh, ich bin glücklicher, ich komme besser aus dem Bett, ich schlafe besser, Beziehung läuft besser, in der Arbeit läuft es besser. Verwandlung. Hallo, wir haben heute einen ganz spannenden Gast in unserer Praxis, den Andreas Kotte von Körperverwandlung. Jetzt können wir mal ein bisschen überlegen, was macht er denn eigentlich hier? Der hat nämlich einen ganz spannenden Job und das ergänzt sich super eigentlich zu dem, was wir so machen. Andreas, erzähl doch mal, was du machst und welche Art von Kundschaft und Patienten zu dir kommen. Ja, super. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Und ja, was macht der Andreas Kotte bzw. die Körperverwandlung? Wir bei der Körperverwandlung, wir helfen Frauen, in wenigen Wochen in ihren Wohlfühlkörper zu kommen und das Ganze ohne zu hungern und ohne einen Jojo-Effekt. Ich selbst habe damit schon vor über 15 Jahren angefangen und habe Frauen betreut auf ihrem Weg zu ihrem Wohlfühlkörper und habe in dieser Zeit mehrere tausend Frauen tatsächlich erfolgreich begleitet. Tausende Frauen? Tausende Frauen in ihren Wohlfühlkörper zu kommen. Und ja, das Ganze haben wir über die letzten Jahre immer weiterentwickelt. Bei uns ist es so, wir machen das komplett digital. Also wir betreuen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, Belgien, Holland, Mallorca. Also wir haben quasi überall, wo Deutsch gesprochen wird, haben wir Teilnehmerinnen, die bei unsere Kurse mitmachen und sich transformieren. Wer sind denn die Frauen, die zu euch kommen? Wie würdest du die denn, gibt es da Kategorien oder Beispiele? Ja, es ist so, dass erstmal wir zwei grundlegende grobe Typen haben, die zu uns kommen. Die Hälfte, sage ich mal, das sind Frauen, die nach einer Schwangerschaft oder nachdem sie vielleicht ein, zwei, drei Kinder bekommen haben, sich wieder wünschen, sich einfach wieder richtig wohlzufühlen. Sie haben gemerkt, über die letzten Jahre, sie haben viel Lebensqualität auf der Strecke gelassen, fühlen sich vor allem, ich sage ich jetzt mal, in ihren Klamotten nicht mehr wohl. Die Hosen passen nicht mehr. Viele haben dann einfach auch, was sie uns sagen, ja, wir laufen unsere Leggings rum. Und das sind natürlich schon Sachen, wo wir dann auch sagen, hey, da muss was passieren, wir haben nur ein Leben. Und da sollte man natürlich auch sich wohlfühlen in seinem Körper. Die andere Kategorie, das sind Frauen, die oft in, ich sag mal, die leitende Angestellte sind, in der Führung, selbst vielleicht ein Unternehmen haben, die natürlich sagen, ich habe keine Zeit, ich will mich darum auch nicht kümmern, irgendwas zu planen, mich damit zu beschäftigen. Die sind oft schon gescheitert mit Versuchen und oft auch sehr ehrgeizige Frauen, die dann sagen, ja, in meinem Leben kriege ich so ziemlich alles gebacken, aber dieses Thema kriege ich nicht gemeistert. Was unterscheidet denn euch von anderen Trainern, Ernährungsberatern? Warum seid ihr erfolgreich? Ja, also ich glaube, dass es einmal so ein bisschen an unserer Attitude oder unserer Einstellung liegt, die sich halt auch unterscheidet, weil wir zum einen natürlich einen riesen Erfahrungsschatz haben, das schon mehrere über ein Jahrzehnt jetzt einfach auch professionell machen. Aber auch das ist was, was es ja relativ häufig gibt in dieser Branche. Was uns so besonders macht, ist auch unsere Methode, nach der wir arbeiten. Wir haben in dieser Zeit, also mit unserem Expertenteam, haben wir die letzten Jahre intensivste Analysen gemacht. Wir führen also Statistiken quasi. Und ja, in diesen Analysen hat sich halt auch herausgestellt, also wir haben jetzt hier mal so ein Stück Körperfettimitat. Das ist jetzt hier ein halbes Kilo Körperfett und statistisch gesehen jetzt... Sieht übrigens sehr realistisch aus. Ja, danke schön, danke. Ja. Haben wir einfach, weil viele können sich das gar nicht vorstellen, wenn man mal ein halbes Kilo verliert, dann hat man so das Gefühl, ach, nur ein halbes Kilo. Aber wenn man sich das dann mal wirklich anschaut und wenn du das jetzt auch bestätigst, ne, dass du sagst, ne, das ist realistisch, kann man ja schon sagen, was ist der durchschnittliche Gewichtsverlust mit unserer Methode? Der ist 1 Kilogramm pro Woche ist der Durchschnitt. Wir haben natürlich Teilnehmerinnen, die deutlich mehr verlieren, aber auch Teilnehmerinnen, denen geht es um Straffung, Festigung. Da ist das Gewicht gar nicht so in der ersten Priorität vorne. Und ja, wir machen das mit einer Methode, die basiert auf 4
Baustein quasi. Das erste ist, wir bauen mit unseren Teilnehmern ein Fundament auf. Das heißt, wie vom Hausbau, wenn man auf einem wackeligen Untergrund was aufbaut, dann bricht das wieder in sich zusammen. Und bei uns ist es so, viele Frauen haben halt schon wirklich einen Leidensweg hinter sich und haben komplett auch ihr Selbstvertrauen verloren, weil sie haben sich immer wieder versprochen, ich halte mich dran. Und ja, also die Methoden, die gängigen, die am Markt sind, und sind immer wieder gescheitert. Und das ist halt was, wo wir auch erstmal aufbauen müssen, dass sie wieder zu ihrem Vertrauen kommen und auch sagen, ja, ich kann das, ich schaffe das. Und wenn die Ergebnisse nach den ersten Wochen kommen, dann bildet sich das schon. Und dass man schon nach 2 Wochen merkt, man verändert sich schon, weil man steigert dadurch natürlich, und das wirst du natürlich als Experte genauso sehen, wenn jemand sich wohlfühlt, dann zeigt sich erst der Charakter und die Persönlichkeit so richtig. Und das ist für mich eines der schönsten Dinge. Aber nochmal zurück zur Methode. Ja, wir bauen also ein Fundament auf, dass das, was wir gemeinsam erreichen, ein Leben lang hält. Und im zweiten Schritt ist es so, viele der Frauen, die klagen immer, ich habe keine Motivation und keine Disziplin dafür. Ich weiß nicht, ist das auch was, was du mal gehört hast, jetzt im Zusammenhang, wenn jetzt Teilnehmerinnen kommen, die das, beziehungsweise Kunden von dir, die das eigenständig nicht hingekriegt haben? Wir haben das häufig, dass Patienten, sagen wir mal so, es geht ja nicht darum, ein Zielgewicht in Kilogramm zu erreichen, aber die sich Ziele stecken und die schwierig zu erreichen sind. Teilweise, wie du sagst, keine Zeit, Kinder, mangelnde Disziplin oder Bewegung. Es sind ja im Wesentlichen, ich habe ja meine kurze Zeit lang auch, war ich auch Sportlehrer in meinem ersten Leben. Es ist oft einfach der Mix aus mangelnder Bewegung und unpassender Ernährung. Und ich habe öfter auch Patienten bei mir sitzen, und deshalb ist es für mich so spannend, wo ich denke, zum Operieren ist es zu früh. Die sollte wirklich noch 10 Kilo abnehmen oder 20 Kilo abnehmen. Und ich merke, wie schwer mir das fällt, so jemandem das zu sagen, weil man denen ja auch so ein bisschen die Hoffnung auf die OP nimmt. Manche kommen auch mit der Hoffnung, Arzt, mach das mal. Aber ich würde die lieber sinnvoll an jemanden geben, der sich nachhaltig darum kümmert und gerne vielleicht später wieder entgegennehmen, wenn das geschafft ist. Aber ja, da gibt es bei uns sehr viele Patienten, die es einfach vom, ich sag mal, von der Kraft nicht schaffen. Und das wäre jetzt quasi der zweite Schritt ja bei uns, denn wir lösen das komplett vom Thema Motivation und Disziplin. Denn wir installieren mit unseren Teilnehmerinnen in unseren Kursen eine Routine. Beschreib das mal ganz kurz, jeder kennt das. Ich glaube, es sollte normal sein, wenn ich morgens das Haus verlasse, dass ich mir die Zähne putze. Ist eine Art Selbstfürsorge, die ich betreibe, über die ich gar nicht nachdenke. Und genauso ist es, deswegen unsere Betreuungszeiträume, die sind immer, also wir arbeiten Minimum immer 4 Monate mit unseren Kundinnen zusammen. Und da ist es halt so, dass wir diesen Zeitraum auch brauchen, bis das wirklich auch in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das zeigen auch die Studien, dass man eine Routine so zwischen 60 und 120 Tagen braucht, bis die so richtig fest sitzen. Und dann fühlt sich das tatsächlich so an, als ob man keine Motivation braucht und keine Disziplin. Man tut es dann einfach. Und das ist für mich einer der Schlüsselpunkte, damit das bei uns ja auch so toll funktioniert. Und der dritte Schritt ist quasi, das muss zu mir passen. Wenn ich jetzt eine Diätform wie jetzt klassisch Low Carb, Fasten, Punkte zählen, Kalorien zählen, das ist oft so, dass das gerade bei Frauen, die halt durch Familie oder Job sehr eingeschränkt sind, dass die das gar nicht praktikabel umsetzen können. Deswegen arbeiten wir komplett individuell. Wir arbeiten Konzepte für Ernährung und für Bewegung, die auf unsere Teilnehmerinnen zugeschnitten werden, sodass sich anfühlt, ich beschreibe das immer so gerne, wie ein Lieblingskleidungsstück. Das ziehe ich einfach gerne an, da fühle ich mich wohl drin. Und nur wenn Ernährung und Bewegung genau sich so anfühlt wie das Lieblingskleidungsstück, nur dann kann das ja auch wirklich nachhaltig sein. Ich finde, es klingt sehr gut, weil ich glaube, dass man nur Erfolg hat, wenn es qualitativ gut ist. Und es ist aus meiner Sicht eigentlich nur zu erreichen, wenn man die Patienten wirklich individuell sieht.
und jetzt nicht ein Schema entwickelt, weil jeder von deinen Patienten wahrscheinlich spezielle Lebensumstände hat, die ihm das ein oder andere nicht so gut möglich machen und du das aufgreifst. Und bei uns ist das ähnlich, jeder Patient, eine Bauchdeckenstraffung ist nicht eine Bauchdeckenstraffung, sondern jeder hat andere Voraussetzungen. Man muss wirklich jedes Individuum für sich wahrnehmen, damit es qualitativ gut wird. Gibt es denn Grenzen für euch? Ja, es ist auch so, dass wir hier klar auch, deswegen unsere Beratung, die ist erstmal komplett unverbindlich. Also wenn sich irgendjemand dafür interessiert, einfach mal auf die Webseite www.körperverwandlung.de gehen. Wir zeigen das unten mal kurz, dann könnt ihr das nachlesen. Perfekt. Und da ist es so, dass wir bei uns erstmal Beratung machen. Wir müssen erstmal schauen, passt das überhaupt, können wir überhaupt helfen? Denn es gibt natürlich auch gesundheitliche Pakete, wo wir sagen, da gibt es andere. Und auch da ist es so, dann verweise ich dann lieber an den Experten, wenn halt quasi gesundheitlich gewisse Themen im Raum stehen. Wobei bei uns natürlich auch so diese klassischen Dinge, wie jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion, ein Lipödem, was vorliegt, dass das so Themen sind, da sind wir Experten drin. Da sind wir darauf vorbereitet, aber es gibt natürlich auch noch andere, komplexere gesundheitliche Themen, wo wir sagen, sind dann andere Experten und da verweisen wir dann einfach. Deswegen, also wir machen eine kostenlose Erstberatung, die dann auch mal eine Stunde, eineinhalb dauern kann. Aber danach ist es dann auch klar, dann weiß die Interessentin auf jeden Fall Bescheid, was macht die Körperverwandlung, wie kann das für mich persönlich aussehen und kann dann halt einfach für sich eine Entscheidung treffen. Und das ist unverbindlich und online? Genau, komplett digital. Und ne, wir haben bei uns Teilnehmerinnen ja, wie gerade da schon gesagt, aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und. Also so ein richtiges Anamnesegespräch. Ja, also prüft die sozusagen, gibt es denn tatsächlich auch Sachen, die so gravierend sind, dass ihr mal sagen müsstet, das können wir leider nicht machen aus dem oder dem medizinischen Grund, oder ist eher die Ausnahme? Also wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel eine Interessentin im Rollstuhl sitzt und natürlich vielleicht auch im Oberkörper Einschränkungen hat, das müssen wir genau prüfen, weil machen wir gerne dann auch so, okay, kriege ich die Hände über dem Kopf zusammen. Und wenn das natürlich nur beschränkt möglich ist, dann ist das natürlich für uns nicht unmöglich, aber wir müssen es erstmal prüfen. Ja, und wir haben auch mit unserer Ernährung, da stellen sich immer viele Frauen vor, Wunder, was wir da machen. Es sind bei uns wirklich, wir arbeiten nicht mit irgendwelchen fancy Lebensmitteln, sondern Sachen, die man ganz normal im Supermarkt bekommt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ob es da spezielle Fälle gibt, ja, die gibt es, wenn es körperlich natürlich Einschränkungen gibt, die Bewegung stark einschränken, oder auch wenn es jetzt, ich sag mal, Überlagerungen von verschiedensten Intoleranzen und Allergien gibt, da müssen wir dann auch den Fall halt speziell abprüfen. Aber auch da gibt es ja dann Experten, auf die wir verweisen können. Also ja, es gibt es Fälle, wo wir sagen, nee, da passt das dann nicht, wenn es halt zu große Pakete sind, wo wir sagen, weil wir wollen immer das beste Ergebnis. Und wenn ich von mich sagen kann in der Beratung, ich kann das hier nicht liefern, da bin ich nicht der Richtige, da ist ja niemand am Ende mitgeholfen, wenn ich dann jemand annehme. Ich finde es toll, dass das gut geprüft wird und dass man sich da sozusagen in Expertenhände begibt. Ich würde mal denken, wahrscheinlich ist ein Teil des Erfolges auch so ein Standardgewicht, was die so verloren haben. Das würde mich mal interessieren, wie viele Patienten so einen Schnitt verlieren und ob es andere Punkte gibt, wo die sagen, Mensch, das hat mir jetzt nicht nur die Gewichtsreduktion gebracht, sondern was sind denn noch so Erfolgserlebnisse, die Patienten haben? Also so schön, dass du das jetzt fragst, weil wir haben darüber ja in keinster Weise gesprochen. Es ist so, dass das tatsächlich mir immer wieder im Nachgang gesagt wird. Andreas, das ist keine Körperverwandlung, es ist eine Seelenverwandlung. Du hast mir am Telefon gesagt, du hast nichts zu verlieren, außer ein paar Kilos. Es ist wie ein Zauberwandel. Das war die beste Entscheidung. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Das kann man gar nicht in Worte beschreiben, wie viel dahinter steckt überhaupt. Ich bin mit mir selber so glücklich. Ich merke schon richtige Veränderungen bei mir. Ich bin lebensfroher, selbstbewusster, glücklicher, positiver. Ich fühle mich einfach nur noch happy. Denn bei uns ist das Thema Mindset-Coaching ganz im Vordergrund. Viele stellen sich immer vor, es geht die ganze Zeit um Ernährung und um Training. Aber was viele halt nicht verstehen, dass ich aufgrund meiner Denkweisen, die ja dann meine Gefühlslage und auch meine Handlungen implizieren, dass ich aufgrund meiner Denkweise mich in diesem Körper befinde. Und
Viele Menschen wissen zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, die denken, ich muss joggen gehen und ich muss Salat essen. Und das ist halt nicht korrekt. Denn wenn ich jetzt sage, ich gehe joggen, jetzt gerade bei Frauen, wir haben uns ja darauf spezialisiert, Frauen zu helfen, dann können wir hier ganz klar was feststellen. Das ist halt einfach, wenn ich jetzt eine Frau habe, die sowieso schon im Beruf so mega unter Anspannung steht, wenn die schicke ich dann noch aufs Laufband oder irgendwelche hochpulsige Aktivitäten mache, dann bringe ich die noch mehr in den Stress rein. Und wir wissen heute, Stress ist eine Sache, die uns krank macht. Und ich strebe an, dass ich meine Teilnehmerin in eine Balance bringe, auch mental. Und wenn das also der Fall ist, mir kommen ja auch ganz ruhige Wellen an vom Andreas. Sensationell. Ja, es ist so. Wir legen da den Schwerpunkt drauf, dass sich die Denkweisen verändern. Dass ich weiß, okay, was muss ich tun? Und das ist halt einmal klar, das Handwerkszeug, dass ich weiß, okay, ich muss jetzt nicht joggen gehen. Ich habe andere Aktivitäten, die mir da hormonell einen viel größeren Impact bringen auf die Fettverbrennung. Und auf der anderen Seite aber auch, die Grundeinstellung zu mir selbst, wenn ich jetzt sage, oh, ich bin das jetzt, mich nervt das jetzt, dass ich mich um mich selbst kümmern muss, ne? Dass ich mir was zum Beispiel zu essen zubereiten muss. Ne? Das ist natürlich einfach, ich hole mir was. Aber wenn ich anfange, das mal aus einem anderen Blickwinkel zu denken, also wenn ich jetzt zum Beispiel heute zu Besuch bin, dann habt ihr euch ja auf meinen Besuch vorbereitet. Und die Vorbereitung ist eine der größten Wertschätzung, die mir jemand ausdrücken kann, dass man sich vorbereitet auf ein Gespräch, auf einen Besuch oder auch für seinen nächsten Tag für sich selbst. Und das ist die größte Wertschätzung, die man sich selbst ausdrücken kann. Und ich schiebe unsere Teilnehmerin so ganz klammheimlich in diese Richtung und dann merken sie auf einmal, da wo ihr Fokus hingeht, da geht auch ihre Energie hin. Und das merken die natürlich dann nach ein paar Wochen, dass sie auf einmal merken, oh, ich bin glücklicher, ich komme besser aus dem Bett, ich schlafe besser, Beziehung läuft besser, in der Arbeit läuft es besser. Und dann sage ich, ja, was ist anders? Und dann kommt, ich investiere mehr Zeit in mich selbst. Und wer das dann verstanden hat, nach dieser Zeitraum, wir haben also insgesamt sehr intensive Coachings, da sind Freiwillige auch dabei, die können in diesem Zeitraum zwischen 10 und 20 Coaching-Termine wahrnehmen, wo wir diese Themen durchgehen. Und da ist tatsächlich dieses Thema, dass ich das immer wieder gesagt bekomme, dass sich eigentlich alles verändert und der Körper dann so ein Randprodukt wird. Ich finde das super spannend, da könnte man wahrscheinlich noch ewig drüber reden, aber ich merke auch, dass du das so aus so einer inneren Berufung her machst, also so mit einem offenen Herzen, mit einem warmen Lächeln. Also ich glaube wirklich, dass die Patienten bei dir in sehr guten Händen sind. Ja. Vermittelt mir schon ein gutes Gefühl, hier zu sein. Also ich kann nur noch mal darauf hinweisen, Körperverwandlung, Andreas Kotte, wenn es Probleme gibt in Sachen Körpergefühl, dann seid ihr hier in einer super Adresse. Ja, ich sage vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich auf jeden Fall auf eine weitere tolle Zusammenarbeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war auch nicht die letzte Sendung, die wir zusammen gemacht haben. Ich glaube das auch. Wahnsinn. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.